Herzlich willkommen zurück zu Let's Play 4-2. Ja, nach einer witzigen Pause von, keine Ahnung, ich habe ein bisschen mehr an Projekten jetzt noch gemacht. Jetzt wollen wir einfach mal hier mit dem Projekt weitermachen, mit Projekt 4-2. Wie gesagt, ich bin ja schon irgendwie fast durch, sagte man mir. Ist nicht mehr weit. Und ja, machen wir mal weiter. So, wo waren wir denn hier überhaupt? Keine Ahnung. Da ist es. Genau, jetzt weiß ich es wieder. Dieses Mistvieh. Ja, genau. Da habe ich mich nämlich im letzten Part noch total erschreckt, weil das Mistvieh hier kam. Das war aber auch der letzte, oder? Was haben wir denn hier? Maschinen. Oh, ich sehe auch übrigens, ich habe mir mal die anderen. Ich habe mir mal so rückblickend den letzten Part angeguckt. Und mir ist mal aufgefallen, ich habe verdammt wenig Munition. Also, beziehungsweise, ich habe richtig viel Munition verballert. Für nix. Für lau. Das gehe ich aber trotzdem mal zurück, um irgendwie noch ein bisschen einzusammeln. Falls die Kollegen hier noch was liegen gelassen haben. Oder falls das durch diesen Speicherpunkt nicht schon direkt wieder verloren gegangen ist. Kommt ja auch sehr, sehr gerne vor. Und ich hoffe einfach nur, dass hier keine Monster mehr sind. Schrotgewehr. Können wir das gebrauchen? Nicht wirklich. Ja, natürlich haben die wieder nichts dagelassen, ne? Das wäre ja auch so einfach. Da vorne könnte noch was liegen. Ansonsten sehe ich schwarz. Hier. Wortwörtlich. Oh Gott. Ich muss mir sowieso wieder total hier an die Steuerung gewöhnen, nachdem ich mich hier so derbst über Kaizo Mario aufgeregt habe. Oh, hallo. Oh. Wie viel war das jetzt? Naja. Oh Mann. Oh Mann. Oh, das wird spaßig. Der Kuckuckwobber, der Kuckuckwobber, so, da wo sind die Bubble, der Kuckuckwobber, oh, da sind sie ja. Na, ich versuch's mal mit der Hammerhead, um ein bisschen Munition zu spielen. Ja, toll, komm, verballer ich dann noch mehr davon. Oh, ich bin so scheiße schlecht, oh Gott. Und ich habe immer noch keine fucking Armor. Das ist... Jetzt weiß ich, warum ich das so lange nicht mehr weitergespielt habe. Boah, leck mich fett. Boah, ich hab jetzt schon keine Lust mehr, ey. Boah, ich bin so schlecht. Ich bin wirklich dermaßen kacke. Na, das hilft ja alles nichts. Scheiße. Oh, wer da wohl drin ist. Na, ich will's gar nicht wissen. Ich will das gar nicht wissen. Ey, das gibt's. Das kann ja nicht sein, dass hier keine Armor mehr hier irgendwo rumfliegt oder irgendwie sowas. Ich habe nur noch ein fucking Medipack. Erstmal zur Retsche ausdrucken. So, Entschuldigung. So, wer mal vom Teufel spricht? Hallo! Das da unten, du Drecksau. So. Ach, jetzt weiß ich. Ah, ja, ja. Ich weiß, wo wir sind. Na komm hoch. Motherfucking Headshot, Penner. So, ja. Muss ich jetzt wieder runter? Das kann es doch nicht sein, oder? Moment. Kehren Sie durch den Zellentrakt der Testobjekte zurück und finden Sie die Haupteingangshalle. Gehen Sie zum der Verstärker auf Steel Island und vernichten Sie Alma. Das klingt schon ziemlich nach Ende, wenn ich mir so die Missionsziele durchlese. So. Oh, ich habe jetzt schon keine Lust mehr. Das ist so blöde. Ja, natürlich können die... Ja, natürlich können die durch die Scheibe schießen. Nein, wir mussten ja... letzten Party musste man natürlich erstmal alles freischalten, damit wir hier irgendwie reinkommen. Ne? Dann schießt man lieber die Scheiben kaputt und springt einfach mal rein. Nein, nein, da ist unser Charakter zu blöd für. Zum Schießen echt, der ist recht, aber ich glaube, das liegt eher an mir. Ja, die Armor gleich schon wieder futsch. Boah, ich könnte mich so aufregen. Ehrlich. Mit den Nerven blank. Oh, das haut aber ordentlich rein, der Hammerhead. Als ob der hier sehen, wie der hier geflogen ist. Da liegt aber noch einer, oder? Nee, der. Oh. Oh, den habe ich einen Newton-Headshot. Boah, das ist. Da sieht man mal wieder meinen Skill. Von hinten? Hä? What the fuck? Mann, ist gut jetzt hier. Wie werfe ich noch? Ah, okay.
Und gerade vor allem, wie werfe ich nochmal hier Granaten? Aber ich glaube, das hat sich erledigt. Komm her, ich bin tot. Ich finde immer so lustig, wie die dann direkt an der Wand hängen durch das schöne Teil hier. Boah, Leute, jetzt zeigt da mal nicht so viele hier. Könnt ihr, habt ihr keine Hobbys oder was? So. Da wollte ich euch das gerade mal zeigen, wie geil das aussah mit dem Headshot. Und natürlich ist er dann weg. Natürlich. Das ist, boah. Yo. Yo. So, da haben wir das Ding ja freigeschaltet. Da kommen wir jetzt wieder zurück. Wie? Oh Gott. Das ist, wenn man nur unten rechts auf das Arsenal guckt. Dann scheinen die auf einmal hier noch voll am... Ach, natürlich kommt da wieder so ein Dicker. Ich hab ja die Schnauze voll, ehrlich. Sonst, wie wechsle ich nochmal die Granaten? Ja, okay. Einfach nur drauf, einfach nur irgendwie... Oh, der Dicke geht mir wieder auf den Sack, ey. Hier, frisst das du, Mistkerl. Ja, der ist tot, oder? Nein, der lebt noch. Ich habe keine Lust. Die Armor ist jetzt auch futsch. Alles deine Schuld, du dummes... Ich weiß, ich könnte eigentlich mal die Waffe wechseln, aber... Ja, jawohl, mit der Pistole, jawohl. Es läuft halbwegs. Ach, jetzt ist das... Okay, ich weiß, wo wir sind. Oh, guck mal, Jesus. Naja. Oh, ich habe wieder so ein böses Gefühl. So, hier kann man Munition aufgenommen. Oh, ich habe keine Lust dadurch. Das ist... Allein, weil ich den Kopf schon da sehe, weißt du? Das ist... Aber liegt ein Armor da. Der sieht aber ohne Scheiß aus wie Jesus. Ach, das ist hier. Oh, ich weiß. Oh Gott. Oh Gott. Oh, ich glaube, ich weiß, welcher Kopf das ist. Das ist doch der Typ, der uns hier die Waffen gegeben hat, oder? Oder? Ja, das ist er. Oh Gott, das wird so schlimm, oder? Ich wette, ihr wisst es schon, weil ihr das Spiel schon durchgespielt habt. Oh, ich krieg wieder voll die Gänsehaut. Oh shit. Oh shit. Was ist das dann? Ey, ich krieg ja voll die Paras. Boah, sogar meine eigenen Eier kriegen gerade Gänsehaut. Oh, ich glaube, jetzt muss ich das Ding verballern, oder? Oh, ich habe echt Angst zu schießen, weil ich habe nur 5 Sch- Oh. Das sind ja 2! Ich habe gerade so dermaßen Schiss. Und meine Maus spackt gerade rum. Das ist so böse. Und ich habe nur fucking 5 Schuss. Oh Gott, schon wieder verknallt. Das ärgert mich. Aber ich habe mal erwischt. Dieser Mistkerl. Habe ich ihn erwischt? Jawoll. So, das war noch einer, kann das sein. Was? Oh. Boah, das ist so böse. Das ist so... Boah. Ich habe so dermaßen keinen Bock mehr. Ich hoffe, das waren jetzt alle. Ich habe auch keine Ahnung, wo es weitergeht. Oh Gott. Meine Eier sind immer noch voll am Kribbeln. Ich weiß, das ist so uninteressant, aber es musste gesagt werden. Oh Gott. Armor. Ich habe so noch Hälfte. Oh, ich habe so ein Gänsehaut. Ich will hier einfach nur weg. Ich will hier nur weg. Doch. Hä? What the? Hä? Wo muss ich ihn lang? Muss ich irgendwas betätigen? Weil dann geht's ja da wieder. Muss ich die Treppe runter? Boah, ich hab, ey, das ist. Oh. Ey, ich hab keine Lust mehr. Ich glaube, das wird ein sehr kurzer Part. Und die Musik noch dazu, da krieg ich echt. Nee, von der Treppe kam ich ja irgendwie, oder? Wie sprinte ich eigentlich nochmal? Ach ja, okay. Ach so, ja, diese Fahrstühle, ich hasse sie. Ich habe ein böses Gefühl. Ich habe ein ungutes Gefühl.
Wo? Das. Boah. Oh! Leute! Oh, wo ist er? Andere Waffe, andere Waffe! Wo ist das Vieh? Ah, du Ficker, hab ich dich erwischt, ey. Go to hell, bitch! Boah. Da fängt das Ding ja an zu wackeln, ey. Da. Ja, ich würde gern. Ja, genau dahin. Ey, ich hab so Gänsehaut, das ist so. Ich hoffe, das Spiel ist bald vorbei. Ich hab echt keine Lust mehr auf den Scheiß. Oh, Schatten. Nee, ich will gar nicht wissen, was da oben ist. Da kommt bestimmt irgendwas, wenn ich da gucke. Aber neugierig bin ich schon. Nee, okay, da kommt nichts mehr. Okay. Erreichen Sie den APC. APC war noch diese Dinger, wo man einsteigen kann. Oh Gott. Oh Gott. Muss ich den erschießen? Hä? Was ist unten? Ja, ja, ist klar. Ich glaube, ich muss den töten, oder? Nach. Ja, komm, scheiß der Hund drauf. So. Ja, klar lebt der noch. 50 Mal auf Kopf geschossen. Nein, da stirbt man nicht dran. Oh Gott, oh Gott. Jetzt sind wir wieder in dieser fucking Schule. Ach, wir hätten sowieso dahin gemusst. Ja, gut. Na, oh, ich will nicht mehr. Oh, ich hab keine Lust. Oh. Aber ich bin gerade ein bisschen glücklich, dass da so viele Soldaten sind. Weil dann kann ich zumindest von ausgehen, dass da nicht mehr so viele Schreckszenen sind. Oh, hallo Freunde! Wo hab ich euch vermisst? Wie geht's euch? Kommt der? Ja. Schnauze nicht mehr rein! Verpisst euch! Oh, ich bin gerade so happy. Das Spiel wird wieder klasse. Ja, hau mal rein hier, bring uns nach Hause. Gott sei Dank. Snakefist ist tot, getötet von einem Replika-Attentäter. Sein richtiger Name war Terry Helford, ein Mitarbeiter von der Genevieve Aerostat und der Projektor Herbinger. Bevor er starb, drängte er sie, nach Island zu gehen und dort die elektrische Verstärker zu benutzen, um einmal zu zerstören. Zerstören. Oh, ich lasse die Metaphysik mal weg und versuche es so einfach wie möglich zu erklären. Sergeant Bennett, Genevieve Aristide hat im Krankenhaus ein paar echte Gemeinheiten mit Ihnen veranstaltet. Zuerst Gene spleißen, um sie mit Alma zu verbinden. Dann hat Aristide sie in die telästhetische Anpassungskammer gelockt und die Verbindung verstärkt. Daher weiß Alma von Ihnen und Sie sind völlig aufgeschmissen, wenn Sie sie nicht zerstören. Was uns zu dem telästhetischen Verstärker auf Still Island führt. Sie sind psychisch zu schwach, um Alma widerstehen zu können, also werden wir Sie an ein Gerät stöpseln, das Ihre Gehirnwellen hochjubelt. Leider ist das einzige Gerät mit genügend Saft dafür auf Still Island in einem alten Nuklearreaktor versteckt. Die Untertitel waren mal voll für den Arsch. Ich glaube, dass dieser Verstärker sie theoretisch stark genug machen kann, um Alma in einem mentalen Kampf zu besiegen. Ich sage theoretisch, da die Daten zu Alma keine klare Aussage zu diesem Punkt zulassen. Aber es erhöht die Chancen, dass es Alma trifft und nicht sie, wenn ein Kopf explodiert. Und genau das wollen Klingt wir. Klingt ziemlich einfach. Verstärker finden, Beckett anschließen, Schalter umlegen und Alma war einmal. Nach Still Island. Ich dachte, der Reaktor wurde vor 30 oder 40 Jahren geschlossen. Und danach hat Armecam übernommen. Nach den Daten von Snakefist ist dort das Haupttestgelände von Project Origin. Wie weit noch, Manny? 15 Minuten bei freier Bahn. Verdammt! Ja, das war so klar. Irgendwas musste ja kommen. Ja. Es hätte ja so einfach enden können. Manny, was ist
Wie, wo kommst du denn? Was? Wo? Ich glaube, wir sind hier richtig in die Scheiße geraten. Da ist ein Feind. Hm, einer oder 20? Ah, dachte ich mir. Sehen aus wie Replikas. Und die sind sauer. Ja, die sind angefressen. Viele Optionen haben wir nicht. Halt, halt. Da oben. Oh je, ich weiß nicht. Was? Haltet euch irgendwo fest. Ich habe eine Idee. Ja, wo soll ich mich festhalten? Was soll das denn heißen? Abwärts! Festhalten! Hm, naja. Keine Ahnung, was er macht, aber klingt nicht lustig. Haltestelle 5. Straße, einsteigen. Ja, Haltestelle. Perfekt! Ist klar! Ja, ja. Wir müssen rausfinden, wo wir sind. Am Arsch der Welt. So. Gegen sein Part. Bennett, gib uns Deckung. Hä? Okay, ach so. Ja, ja. Ja, das ist gut. Ja, komm. Na? Du nicht. Ja, sowas gefällt mir schon eher. Da weiß ich genau, mir kann nichts passieren. Geht ihr lieber meine Teamkamera drauf als ich. Das ist immer gut zu wissen. Na, komm. Dummer Penner. Oh, komm ja noch mehr. Ja, ja, kann ich nicht. Ah, da vorne. Oh, das sind aber viele. Meine Herren. Gegen, yeah, komm zurück. Achso, ich dachte, das wäre... Ja, ja. So, jetzt geht aber drauf hier, komm. Oh, ich krieg aber ganz schön aufs Maul, merke ich gerade mal so. Achso, das ist. Achso, Entschuldigung. Ich hab. Boah, das ist. Du auch noch, komm. Ja, 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 was. Aber auch schön zu wissen, dass ich hier unendlich Munition habe. Also einfach drauf schießen. Kicken ist schon cool. Guckt euch den mal rechts an. Der geht da ganz locker vorbei, als wenn nichts wäre. Oh, ist der. Das. Herrlich ist das. So, ey, geh mal nicht auf den Sack, Junge. So. Ja, das ist er. Super ist der Typ, ehrlich. So. Ja, hab ich. Okay, erledigt. Okay, super. So. Keegan, was zum Teufel ist los mit dir? Keine Angst. Wir haben keine Zeit für diesen Quatsch. Reiß dich zusammen. Keegan, reiß dich zusammen. Geh nicht. Der macht mir irgendwie Angst. Gottverdammt! Beckett, hol ihn zurück! Ja, ja. Ist klar. Wo gehst du hin? Leute, ich mach hier einen Schnitt. Hoppala. Ja, ich mach hier einen Schnitt. Oh, das wird so übel. Ich hab da schon so eine Vorahnung. Seht ihr die? Na egal. Ich sag, bis zum nächsten Part. Tschüss.